Ich halte das jetzt hier nicht mehr aus. Ich habe jetzt hier die Matratze, wo ich seit einem halben Jahr weiß, dass die leicht radioaktiv strahlt. Wobei es ist wohl schon Mittel umgedreht, um dann hier jetzt das Kissen und die Decke draufzulegen und die dann später abzuziehen und ein bisschen auszuschütteln und zu gucken, was sich da alles drin abgesetzt hat. Ich kriege hier allerdings kein Auge zu. Das ist echt unangenehm. Es fühlt sich haptisch auch wärmer an. Und so ein Rheumagefühl am ganzen Körper. Ich habe 8 Milligramm Melatonin genommen und kriege kein Auge zu und wollte wirklich noch 2 Stunden schlafen. Also gehe ich jetzt in die Küche, wo es dunkler ist. Und ziehe dann in der Dunkelheit mal das hier mal ab. Und guck mal, was ich da filmen kann, was der Geigerzähler anzeigt. Das ist jetzt der Aufbau hier. Ich mache jetzt mal das Licht aus und guck mal, ob man zumindest so ein paar Blitze von der elektrostatischen Aufladung zu sehen kriegt. Bisschen warten. Dann gleich los. Gut, wobei ganz hoch sind die Werte jetzt nicht wie gedacht. Gucken, vielleicht tut sich noch was. Oh, peinlich, peinlich. Das ist das Kopfkissen jetzt nicht ganz so stark. Auf der Matratze selber war das dann stärker als hier auf dem Küchentisch, was da zu messen wurde. Gut, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich dachte. Ich dachte, das klappt hier besonders gut, weil der Tisch hier ja ganz anders geladen ist als die Matratze. Aber immer noch beeindruckend eigentlich. Das hier ist jetzt die Bettdecke. Auch deutlich weniger, keine Ahnung was. Vielleicht wird das durch die Metallfüße vom Tisch direkt abgeleitet, keine Ahnung. Na gut, ist auch egal. Ich drehe jetzt jedenfalls die Matratze um und lege mich auf die weniger strahlende Seite drauf und hoffe, dass ich dann schlafen kann. Der 5 Minuten Durchschnittswert von 0,92 ist allerdings auch noch ordentlich.